Ich persönlich wurde heute über dieses Gespräch informiert. Ich wurde darüber informiert, dass diese Drohungen erfolgt sind. Aber es gibt jetzt eine Klarstellung seitens des Burgenlandes, dass es nicht umgesetzt wird. Insofern ist diese Sache erledigt. Was aber nicht erledigt ist, und das sollte auch einmal ausgesprochen werden, ist, das sind schmutzige Methoden aus dem Umfeld des Landeshauptmannes Doskozil. Das sind schmutzige Methoden, die aus Drohungen, Einschüchterungen gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auch gegenüber Abgeordneten bestehen, meist aus dem Hinterhalt getroffen. Das sind Gerüchte, die gestreut werden. Und das ist eine Heckenschützenmentalität, wie wir sie in der österreichischen Innenpolitik immer wieder antreffen. Wahrscheinlich Sie alle kennen das, auch aus anderen Parteien.